Ja, wir sind der größte in Hamburg. Wir haben über 7000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Wir haben 45.000 Artikel, also mehr als jeder andere Markt, glaube ich, in Hamburg. Bestimmt 8.000 bis 10.000 Artikel, die es sonst in einem typischen Rewe-Markt gar nicht gibt. Unheimlich vielfältig, sehr viel Bio, Regionales, Veganes, alles was dazugehört, unter anderem auch im Blumenshop. Wir haben natürlich eine ganze Menge kleinere örtliche Lieferanten, die wir hier eingebaut haben, die normal im Handel eben nicht sind, sondern in Fachgeschäften, und da haben wir großen Wert drauf gelegt. Ja, also ist die Zeit der bewussten Ernährung gekommen, und das ist auch gut so, dass jeder dann auch auf das Kleingedruckte guckt. Und darum haben wir natürlich gerade im Bio-Bereich, im veganen Bereich, im laktosefreien Bereich eine ganze Menge Artikel aufgenommen, damit man eben alles abdeckt und insbesondere auch diejenigen dann ranholt, die sich dann bewusst ernähren wollen. Was mir immer persönlich sehr, sehr viel Spaß macht, ist eine 13 Meter Salatbar plus eigen selbst hergestellte Gerichte, die unser Koch dann eben ganz speziell herstellt, und das finde ich immer sehr, sehr angenehm. Wir haben im Bereich Spirituosen einen Whisky für 530 Euro. Ob der jetzt schmeckt, das kann ich gar nicht beurteilen, weil ich da auch nicht so hinterher bin. Biere aus aller Welt. Wir haben Biere aus Neuseeland, aus der Tschechei, aus Russland, aus Gott und weiß woher. Wir drei haben zueinander gefunden, haben Ideen entwickelt, haben einen tollen Partner mit der Rewe gefunden und gehen in der Aufgabe auf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte das auch nicht mehr missen hier. Wir
Wir sind wie eine Fußballmannschaft. Wir haben natürlich dann den oder die drei Trainer und dann haben wir die Führungsspieler. Also wir haben 130 Mitarbeiter und ich glaube, dass die Stimmung hervorragend ist. Es ist ja immer so, wenn man Erfolg hat, wenn viele Kunden da sind, dann macht das Arbeiten Freude. Wenn wir die Kunden mit dem Lasso holen müssten, ich glaube, dann hätten wir alle lange Fressen. Also die sind eigentlich ganz locker, die sind wie jeder andere Chef auch. Ich habe immer gute Laune, weil es ist toll hier, es ist einfach super und wenn ich schlechte Laune habe, kann die Kunden nicht dafür. Ich muss immer präsent sein, das sind meine Kunden. Merkt man schon an der Kasse, die erste Kunde, wenn die erste Ware auspacken, da merkt man schon, hat der schlechte Laune, hat der gute Laune, dann handelt man. Aber wenn schlechte Laune ist, dann fragt man auch, ach Mensch, haben Sie alles gefunden? Ist das hier schön? So, dann ist das alles wieder in Ordnung. Nicht nur, dass er wirklich sehr, sehr groß ist und die Auswahl wunderbar ist. Uns gefällt vor allen Dingen da eben die ganze Theke da hinten, also Fisch, Fleisch, Wurst und so weiter. Diese Auswahl und die Frische und die Qualität ist einfach super, das muss man ganz klar sagen. Eine Vielfalt an Produkten an, beim Fisch angefangen, über die Wursttheke bis hin zu Fleischspezialitäten, Geflügelspezialitäten, bis hin zu unserer Käseabteilung. Und ganz hoch auf der Fahne haben wir den Service am Kunden stehen. In der Woche haben wir vormittags noch ruhige Zeiten, es wird gegen Abend voll und am Wochenende, Freitag, Samstag, ist es eigentlich den ganzen Tag recht belebt hier. Ja, wir haben hier noch zum Beispiel eine Reinigung dabei, eine Apotheke, einen Kiosk mit, ich sag mal, mit einem Postversand, ein Reisebüro. Das war ein altes Straßenbahndepot und als ich dann gehört habe, dass in Hannover in einem Wald eine alte Straßenbahn steht und ein alter Schaffner gesagt hat, ich würde die restaurieren und dann nach Hamburg bringen, da habe ich gesagt, die muss hierher. Und ich glaube, das ist für die junge Generation auch ganz schön zu sehen, wie wir uns früher bewegt haben und die Älteren, die haben manchmal Tränen in den Augen. Tolles Parkhaus hier mit 500 Plätzen in der Innenstadtnähe, in der Alsternähe ist natürlich hervorragend. Hier kann man 3 Stunden kostenlos parken und man hat hier übrigens auch 3 Stunden WLAN kostenlosen Anschluss. Wir öffnen um 8 Uhr morgens und haben immer jeden Tag, also außer Sonntags, bis 22 Uhr geöffnet. Toll, faszinierend.
Sag mal, es ist ja öfter schon mal ein Lebensmittelmarkt hier drin gewesen, aber ich sag mal, es ist nicht zu vergleichen. Wir möchten für jeden Kunden da sein, ne? Also der vielleicht auch mit einem etwas kleineren Geldbeutel, aber auch für anspruchsvollere Kunden. Hier soll jeder mehr oder weniger glücklich werden, seine Artikel für den alltäglichen Bedarf oder auch mal für außergewöhnliche Anlässe finden. Und da sind wir auf einem ganz ordentlichen Weg. Sie können das sowieso nicht mehr vergleichen. Das ist, sag ich mal, kein normaler Lebensmittelmarkt. Das ist schon eigentlich schon eine Einkaufsoase, also ein Einkaufsparadies, was man hier hat. Nein, ist schon das Flaggschiff so, was hier in Hamburg eigentlich steht.